Ganz herzlich willkommen bei Transfermarkt TV am heutigen Donnerstag. Wir sprechen heute unter anderem über Schalke 04 und die mal wieder absolute Krisenstimmung. Und außerdem haben wir in unserer Gerüchteküche die Bayern. Die sollen nämlich an einem sehr spannenden Benfica-Talent dran sein. Wir starten auch rein in die Gerüchteküche, beginnen da aber mit einem Mann, der mal kurzzeitig tatsächlich auf Schalke gespielt hat und dessen Karriere so langsam aber sicher richtig Fahrt aufnimmt. Es geht um Jean-Claire Todibo, den mittlerweile 23-jährigen Innenverteidiger, und der macht international von sich reden. Der Evening Standard berichtet, dass nach dem FC Liverpool und Manchester United nun das dritte Premier League-Team ins Rennen um den Verteidiger einsteigt, nämlich Tottenham. Neben dem Evening Standard berichtet, dass auch Fabrizio Romano, laut dem Italiener, möchte Todibo wohl auch gerne auf die Insel wechseln, und es könnte mit Tottenham tatsächlich zusammenpassen, denn dort hat man ihn angeblich zur Priorität Nummer 1 für das kommende Wintertransferfenster erklärt. Rund 45 Millionen Euro soll der Franzose kosten. 10 der bisher 13 bisherigen Ligapartien absolvierte Todibo für seinen aktuellen Club Nizza über die volle Distanz, und wir erinnern uns nochmal zurück bei Schalke. Damals war es nicht so sonderlich von Erfolg gekrönt aus. Im Januar 2020 war er die große Abwehrhoffnung bei Schalke 04. Man zahlte damals an den FC Barcelona eine Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro, aber die Erwartungen konnte er nicht erfüllen. Wie gesagt, jetzt mit etwas Verspätung nimmt die Karriere Fahrt auf. The Athletic und Transferexperte Fabrizio Romano berichten unisono, dass der FC Chelsea die Leihe von Talent Andrei Santos zu Nottingham Forest abbrechen möchte, und zwar so schnell wie möglich, also am besten schon Anfang Januar. Im Januar 2023, da hatte der FC Chelsea 12,5 Millionen Euro an Vasco da Gama für die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers gezahlt. Der ist aktuell 19 Jahre alt und er sollte bei Nottingham Spielpraxis sammeln. Aber das ging mal ordentlich in die Hose. Nur 2 Einsätze stehen bisher zu Buche. Und wenn die Leihe dann abgebrochen wird, und daran herrscht wohl aktuell kein Zweifel, gibt es auch schon neues Interesse. Das ging aus dem Athletic-Bericht hervor. Racing Straßburg soll dran sein an einer Leihe des jungen Brasilianers. Tottenham Hotspur hat verstärktes Interesse am portugiesischen Flügelstürmer Jota. Die Spurs halten nach den Verletzungen im Angriff von Solomon und Perisic Ausschau nach einer kurzfristigen Verstärkung. Und im Zuge dessen ist man auf den Sommerneuzugang vom Al-Ittihad-Club aufmerksam geworden. Jota war ja erst im Juli für gut 29 Millionen Euro von Celtic nach Saudi-Arabien gewechselt. Das Problem: aktuell ist er da nicht spielberechtigt wegen der Ausländerregel, und dementsprechend könnte eine Leihe Sinn ergeben, und das Ganze liegt auch nahe. Hier haben wir ein schönes passendes Bild, denn mit dem aktuellen Tottenham-Coach Postecoglou hat Jota bereits zusammengearbeitet. Die beiden kennen sich, und der Spurs-Coach soll auch großer Fan des Offensivmanns sein. Laut Sky beobachten die Bayern ein spannendes Talent von Benfica Lissabon. João Neves, defensiver Mittelfeldspieler, 19 Jahre jung. Neben den Münchnern soll auch Manchester United interessiert sein. Dem Bericht zufolge wollen die Red Devils bereits im kommenden Sommer einen ersten Anlauf auf eine Verpflichtung starten. João Neves spielt vor der Abwehr. Wir erinnern uns, eine Position, die bei den Bayern aktuell noch dringend verstärkt werden soll. Allerdings natürlich die große Frage, ob ein 19-Jähriger dann eine Soforthilfe sein wird, und auch fraglich, ob João Neves schon im Januar wechseln würde. Und dann ist da natürlich noch die große Frage nach dem Geld. Sein aktueller Marktwert liegt bei 20 Millionen Euro. Seine festgeschriebene Ablösesumme bei Benfica und bei den portugiesischen Topclubs ohnehin ja gang und gäbe, dass die festgelegt wird, die liegt bei 120 Millionen Euro. Also irgendwo da in der Mitte wäre dann eine Ablösesumme zu finden. Bisher kommt er auf 20 Pflichtspiele für Benfica, ein Tor, eine Vorlage. Aber wie gesagt, vor allen Dingen mit den Stärken in der Defensive der junge Mann. Das ist auf jeden Fall mal ein spannendes und nettes Gerücht, aber so ganz viel ist da noch nicht dran.
Spannender Bericht rund um Oliver Batista Meyer, den Ex-Bayern-Profi. Der SCVR hat sich mit 8 Spielen in Folge ohne Niederlage auf den Aufstiegsrelegationsplatz der 3. Liga gespielt und er hat da einen großen Anteil. Topscorer Oliver Batista Meyer, der auch in der gesamten 3. Liga dieses Ranking anführt. Der ist mit 19 Torbeteiligung in 16 Partien aktuell ganz entscheidender Mann. Er ist ja aber nur ausgeliehen von Dynamo Dresden und laut der Bild kann Dynamo ihn im Winter zurückholen per Klausel. Und das wäre dann gleich doppelt praktisch, denn einerseits würde Dynamo sich einen guten Offensivmann in die eigenen Reihen holen, sich also nochmal verstärken und halt die Aufstiegskonkurrenz aus Verl entscheidend schwächen. Das heißt, sollte diese Klausel tatsächlich bestehen, dann dürfen wir stark davon ausgehen, dass sie gezogen wird. Und noch ein Drittligaspieler bei uns in der Gerüchteküche. Kaspar Janda, zentraler Mittelfeldmann vom MSV Duisburg. Die stehen ja am ganz anderen Ende der Tabelle. Aber Janda ist da auf jeden Fall ein Lichtblick, hat seinen Marktwert als einer von wenigen Spielern im Kader zuletzt auch erhöhen können. Und zwar ordentlich von 300 auf derzeit 650.000 Euro. Es gibt dementsprechend auch Interesse aus der 2. Liga. Nürnberg wird der Lose genannt und der HSV soll tatsächlich richtig stark interessiert sein. Am wahrscheinlichsten ist ein Wechsel im kommenden Sommer, denn dann wäre Kaspar Janda nach ausgelaufenem Vertrag in Duisburg ablösefrei zu haben. Und wir machen weiter mit unserem Top-Thema. Wir müssen sozusagen mal wieder auf Schalke 04 schauen. Denn einerseits gibt es da aktuell eine sportlich wirklich prekäre Lage. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga ist man schon wieder am unteren Ende der Tabelle. Auf dem Abstiegsrelegationsplatz 16 in der 2. Liga. Also auch meilenweit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Und das Ganze bedeutet dann im Umkehrschluss, dass da eine äußerst intensive Wintertransfer Phase vor uns stehen könnte. Das lassen auch diverse Berichte vermuten. Zum Beispiel gibt es da eine Geschichte von der Bild, wonach gefühlt der halbe Kader gehen darf und gehen soll. Und das passt auch ganz gut zusammen mit diesem öffentlichen Brief des Vereins in Richtung der eigenen Fans. Dort sagte man, dass man alles tun werde, um den Turnaround zu schaffen. Und wortwörtlich sagte Sportdirektor André Hechelmann, es gibt keine Tabus. Also, alles ist tatsächlich mehr oder weniger auf dem Prüfstand. Er hier vielleicht noch nicht, der Trainer, der ist ja gerade erst neu, dem soll natürlich ein bisschen Zeit gegeben werden. Aber der Kader, der wird wahrscheinlich ganz stark verändert werden. Wir schauen mal auf Schalkes Winterstreichliste, die Bild in dem Bericht veröffentlicht hat. Da gibt es wirklich einen ganzen Haufen an Kandidaten, die gehen sollen. Unter anderem Ralf Fährmann, natürlich auch ein starker Schlag und ein starkes Stück. Der ist ja schon Schalker Urgestein. Abwehrchef Marcin Kaminski, alles andere als sattelfest hinten. Timo Baumgartl hatte sich ja selbst so ein bisschen ins Abseits manövriert durch seine Trainerkritik noch an Thomas Reis. Ibrahima Cissé genauso auf dem Prüfstand wie Thomas Ovejan, der ja aktuell, so wie Baumgartl vor ein paar Wochen, suspendiert wurde und bei der U23 trainieren muss. Ja, die Liste ist ordentlich lang. Cedric Brunner ist noch drauf. Ron Schallenberg, der im Sommer sowas wie der Königstransfer der Schalker war, aber überhaupt nicht klarkommt bei Königsblau, gar keine Rolle spielt. Niklas Tauer ebenso auf dieser Liste wie Paul Seguin. Und so geht es dann weiter. Auch mit Danny Latzer, der zu allem Überfluss noch laut der Bild für schlechte Stimmung in der Kabine sorgen soll. Dann haben wir noch Sebastian Polter, über den hatten wir hier bei TMTV auch schon berichtet, dass er gerne gehen kann, aktuell auch nur Stürmer Nummer 3 oder 4. Ja, und dann Asan Ouedraogo, das ist ein bisschen der Sonderfall, der einzige Spieler, der nicht aufgrund von schlechter Leistung oder von Fehlverhalten auf dieser Liste steht. Es gibt großes Interesse an ihm, Leipzig zum Beispiel soll dran sein.
Und die Ausstiegsklausel von ihm, die soll bei ca. 7 Millionen Euro liegen. Das heißt, so wäre er natürlich nicht zu halten. Ja, für die sportliche Führung ist das Ganze ein Haufen Arbeit, der da vor der Brust liegt. Einerseits natürlich so viele Spieler einmal irgendwie loszuwerden und die dann auch noch in irgendeiner Form zu ersetzen. Und dazu gab es auch noch dieses Zitat: Als Vereinsführung werden wir alles daran setzen, Fehlentwicklung in der Winterpause zu korrigieren. Auch beim Blick auf mögliche Kaderverstärkung werden wir entschlossen handeln. Also, dieses offene Schreiben von der Schalker sportlichen Leitung, es hatte es in sich und lässt einen wirklich spannenden Januar vermuten. Und wir wollen gerne von euch wissen, ist Schalke noch zu retten? Wen würdet ihr an Stelle der Königsblauen abgeben? Und wer könnte Schalke im Winter verstärken? Das sind alles spannende Fragen rund um das Team von Karel Geratz. In unserer Statistik des Tages wollen wir nochmal auf die Champions League schauen. Der 5. Spieltag in der Königsklasse ist nämlich um. Einige Entscheidungen sind natürlich schon gefallen. Und andernorts, da wartet man auch noch so ein bisschen darauf, dass sich der Erfolg auf internationalem Parkett einstellt. Das gilt wahrscheinlich für keinen Teilnehmer der Champions League so sehr wie für Union Berlin. Denn nach 5 Spielen warten die Eisernen immer noch auf einen Sieg in der Königsklasse. Auch eine lange Überzahl gegen Braga brachte da nur einen Punkt. Wir wollen aber das Ganze mal umkehren und schauen in unserer Statistik auf die Clubs, die in der langen Historie der Champions League die meisten Siege einfangen konnten. Also das Union-Gegenteil sozusagen. Juventus Turin hat schon über 150 erfolgreiche Spiele absolviert. Manchester United 153. In diesem Jahr sind noch nicht so sonderlich viele hinzugekommen. Aktuell ja Tabellenschlusslicht Manchester United. Barcelona auf Rang 3 mit 194 Siegen und dann gibt es sogar ein kleines Gap zu den Bayern, deren unglaubliche Vorrunden-Siegesserie ja gerissen ist durch das 0:0 gegen Kopenhagen, aber trotzdem schon fürs Achtelfinale qualifiziert. Und ganz vorne, wenig verwunderlich, auch nochmal mit 60 Siegen mehr als der deutsche Rekordmeister Real Madrid. Der Verein mit den meisten Siegen in der Geschichte der Champions League. Und zum Abschluss haben wir noch ein paar wichtige Newsmeldungen in unserem Ticker für euch. Und die erste, die kommt von der Weser und ist keine sonderlich gute für Werder Bremen. Denn dort wird man längere Zeit auf Abwehrspieler Amos Pieper verzichten müssen. Der hat sich den Knöchel gebrochen und wird zeitnah operiert. Danach wartet eine langfristige Ausfallzeit auf den früheren Bielefelder. Lukas Kwasniok ist einer der dienstältesten Trainer in der zweiten Bundesliga, seit Sommer 2021 beim SC Paderborn im Amt. Und dort hat man den Vertrag mit dem 42-Jährigen verlängert. Die neue Laufzeit des Arbeitspapiers bis 2025. Der mittlerweile 41-jährige Ex-Nationalspieler Englands, Phil Jagielka, hört auf. Nach seinem Vertragsende bei Stoke City war er zuletzt vereinslos und in seiner Karriere hat er je über 300 Spiele für Everton und Sheffield United auf dem Buckel. Der FC Bayern macht Nägel mit Köpfen und das gleich doppelt. Das Torwart-Team verlängert unisono. Manuel Neuer und Sven Ulreich haben je einen neuen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Der erste FC Kaiserslautern hat aus den vergangenen 5 Spielen nur ein Pünktchen geholt und das war jetzt zu viel. Man hat sich getrennt von Trainer Dirk Schuster und sucht ab sofort einen Nachfolger. Bei den Roten Teufeln hoch im Kurs stehen soll einerseits Michael Wimmer von Austria Wien und ebenso soll Ex-FCA-Coach Enrico Maaßen Kandidat für die Nachfolge sein. Der VfL Bochum hingegen hat mit seinem Trainer verlängert. Thomas Letsch hatte einen Vertrag bis zum Sommer. Jetzt gab es aber eine Verlängerung um 2 weitere Spielzeiten. Aktuell Rang 14 für den VfL Bochum in der Bundesliga mit nur 10 Punkten. Bisschen kurios dabei, Bochum hat erst ein einziges Spiel diese Saison gewonnen, aber auch nur 4 Niederlagen. Und wenn wir uns zurückerinnern, Letsch hatte den VfL ja in der vergangenen Saison auf Rang 18 übernommen und dann sensationell gerettet.
Und damit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Eure Meinung, die ist aber natürlich jedes Mal gefragt. Schreibt sie gerne in die Kommentare unter dieses Video. Und apropos Video, wir haben hier natürlich auch noch weitere Empfehlungen von unserem YouTube-Channel für euch aufgelistet. Auch dabei ganz viel Spaß und bis demnächst hier bei TMTV.